So, und neue damit... Gebäude zum Bau bereit. Ja, und damit... Die Eden Initiative hat einen Spezialauftrag für dich. Ach, halt die Klappe. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 2070, die Tiefsee. Ja? Mit dieser Entscheidung haben Sie wirklich Weitblick bewiesen. Ja, danke. Ich soll der Eden Initiative Fisch liefern, um Werkzeugfabriken bauen zu können. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Werkzeugfabriken, ein Grundnahrungsmittel fast. Außer Fisch. Ist ja auch ein Grundnahrungsmittel. Ja, du, Fisch, zack. Komm her. Jetzt sind die Ruckler auch weg, merke ich gerade. Anno muss sich irgendwie immer erst einlaufen. Also da muss der Prozessor irgendwie erst warm werden für. Dann läuft es meistens besser, dann läuft es auch flüssig, dann läuft es gut. Wir haben kein Werkzeug mehr, fällt mir auf. Können wir von Jana gleich mitnehmen. Grinst du so, weil du den Auftrag geschafft hast? Was sonst? Hey, auf dich kann man zählen. Ja, das ist schön. Und wir vermehren unser Geld unglaublich gut. Hey! Ja. Ist ein echter Gewinn für die Eden. Die Sachen sind eben aus dem Hauptquartier eingetroffen. Das Headquarter. Das Hauptquartier der Schauderhaie. Abgemacht. Ja, ist schön. Salmon Devi. Ich finde den alten Roboter, super Cyberkern hier cool. Ich möchte ja auch so eine Arche haben. Ist ja so ein bisschen so ein Prestige-Symbol, wenn man eine eigene Arche hat. Möchte ich auch noch bevor wir das Let's Play Together mit dem Fälle 14 Peace. Ihre Forschung ist doch nicht etwa ins Stocken geraten. Doch. Nun denn, der Wissenschaftsrat erwartet mich bereits. Und dem FM-Star beginnen möchte ich ja gerne die neue Arche haben, damit ich die Einzige bin, der so ein bisschen hier Eindruck schinden kann, ne? Ah, da bin ich halt der Special Master hier auf Style. Da gehe ich Hammer ab, ne? Verstehst du schon, Bitch. So. Rein damit. Und dann habe ich jetzt 30 Tonnen Werkzeug. Für lau. 57. Da ist gut. Oder doch da? Da ist besser. Fusionsdrink, Kerosin und ein Haufen Quatsch. Na gut, dann muss ich wirklich bald die Tiefseeinsel besiedeln. Oh, ich habe aber keine Lust darauf. Oder vielleicht doch, oder vielleicht nicht, oder vielleicht doch, oder vielleicht nicht. Ich weiß es noch nicht. Da können wir mal gucken. So, Echos, Werkzeugfabrik. Geht auch die Tycoon-Werkzeugfabrik jetzt eigentlich? Habe ich die auch freigeschaltet? Ja, Schaufelrapper. Nein. Bauoption Kohlekraftwerk fehlt mir dafür. Ich bin nicht begeistert. Ja, das muss ich jetzt ja so mal feststellen. Ich sehe ja, ich muss doch eine Kohlemine bauen. Wollte ich gar nicht. Muss ich jetzt trotzdem. Egal. So, eine Eisenmine. Eine Kohlemine. Eine Eisenschmelze kommt hier hin. So, ungefähr da. Na, da so. Dann dazu gibt's wie letztes Mal auch, na, wenn man sich nicht verbaut. Diese Anweisungen kommen direkt vom Vorstand. Oh ja, ja, Ölbohrer, geil. Wenn man sich nicht verbaut, nein, auch mal verbaut oder was. Also wenn man sich nicht verbaut, passen da natürlich auch zwei Werkzeugmachereien hin. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Früher hieß es Werkzeugschmiede, war auch ein schöner Name. Werkzeugmacherei hieß es, glaube ich, in 15.3. Jetzt ist es eine Werkzeugfabrik, ja, was eine Industrialisierung gehabt und alles. Der Weg Achtung, ist perfekt. Produktionsstillstand. Die Produktion ist angehalten. Ich soll 18 Tonnen Kohle liefern, dafür bekomme ich Ölbohrer und die brauche ich unbedingt. Unbedingt. Und 11.000 Credits. Und 15 Tonnen Beton. Und 10 Freundschaftspunkte. Ja. Wenn ich Ölbohrer habe und Kohle, kann ich doch auch noch gleich eine Carbonfabrik bauen. Theoretisch, oder nicht? Ach, Sofortabholung. Nee, Sofortabholung will ich nicht. Die brauche ich gerade gar nicht. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir haben kein Werkzeug. Wir haben ganz viele Bauzellen. Ich würde sagen, dann gehen wir mal irgendwo hin und verkaufen unsere Bauzellen. Also unsere Bauzellen und unseren Fisch. Fahr zum Salmon Devi. Der steht hier gerade rum. Hat offensichtlich nichts zu tun. Der Gutste. Und dann... Nee, das kann ich mir alles noch nicht leisten. Aber auf jeden Fall müssen wir einen neuen, hier so ein neues, so ein Ranzding hier, so ein Ding brauchen wir noch.
Auf jeden Fall brauchen wir das. Sehr schön. Dann haben wir wieder Energie und Mass und wir können weitermachen. Der Salman Devi, der kauft jetzt unsere Sachen und Mass. Schon wieder en masse und noch mehr en masse. Hier finden Sie alles, was Sie benötigen. Beziehungsweise alles. Wenn Sie mich dann bitte entschuldigen. Was ich nicht mehr benötige, finde ich auch hier, weil ich es hier gelassen habe. Damit du es in deinen irgendwelchen Experimenten da verschrotten kannst. Haben wir uns doch richtig verstanden, oder? Ja, ich glaube schon. Haben wir jetzt 18 Tonnen Kohle zusammen? 8 Tonnen Kohle. Oh Gott, dauert das ewig. Die Firma erwartet Ergebnisse. Oh, er kauft Plastik. Was soll ich denn mit Plastik? Plastik. Nö. Nö, Plastik will ich nicht. Nö. Nö, sehe ich gar nicht ein, warum ich Plastik kaufen sollte. Kann ich jetzt schon die komischen Forschungslabore? Nein. Na, da wollte ich aber rauf. So. Brauche ich Laborantenquartiere so. Bäh. Baue ich euch so und so. Dann passt das. Dann kommen wieder mal Straßen dazu. Weil ohne Straßen bringt mir das ja hier alles nichts. Dann muss ich gucken, baue ich da noch zwei Häuschen hin. Und ganz das Ganze mit Straßen ab. Das würde ja dazu führen, dass ich wieder ein neues Baugebiet markiert habe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und da kommt die Straße hin. Dann kommt da die Straße rüber und dann habe ich da wieder Baumgebiet. Kann ich da weiterbauen? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hab hier vorsorglich alles für die... Neue Gebäude zum Bau bereit. Ja. Finde ich passt jetzt auch, sonst muss ich das ganze Viertel umbauen. Oh. Sehr schön. Wunderschön. Super. Das ist doch toll. Jetzt brauche ich nur noch Carbon. Und da ich keinen Carbonstahl habe, muss ich mir den irgendwo besorgen. Ich weiß nur noch nicht so genau, wo. Oh, 15 Tonnen Kohle. Jetzt beeil dich doch mal. 14. Was? 18. Jawohl. 18 Tonnen Kohle. Ab zu Rufus Form mit der Kohle. Und wirklich Kohle weg. Können wir noch Fisch mitnehmen. So. Dann können wir theoretisch auch noch gleich alles darauf vorbereiten, dass wir hier unser Carbon herstellen können. Passt die Fabrik da so rein? Was kann ich Direktorin Baines berichten? Ja, die passt da so rein. Ja, du kannst machen. Der Vorstand wird sehr erfreut. Ja, die Klappe. Baue ich dich da rein? Hier baue ich dich da so rüber. Ja, wird das Beste sein. Passt du jetzt noch dahin? Ja, sehr schön. Wollte ich gar nicht, aber na gut. Und dann bauen wir noch Ölfelder. Keine Rohstoffe, wir können auf diese Insel. Na! Schnell wieder abreißen. Ach, Kacke, die hat kein Öl, die Insel. Das hätte mir auch vorher jemand sagen können. Verdammt, scheiße. Hast du Öl? Ja, aber auf dir wollte ich ja nicht siedeln. Oh, Mist. Hast du Öl? Ja. Na gut, dann nehmen wir eben demnächst mal unsere neue Insel in Besitz. Der Vorstand ist sehr an Ihrem Vorankommen interessiert. Angebot und Nachfrage, nicht wahr? Ach ja, wir brauchen ja auch Beton dafür. 5 Ölbohrer können wir bauen mit dem Beton. Der Vorstand hat ein Auge auf Sie. Kaufen wir noch ein paar größere. Sie benötigen etwas? Ja, gib mir mal den Beton hier. So, gib mir mal alles. Einverstanden. Ja, das wäre jetzt blöd. Egal. Muss so gehen. Dann fahren wir mal hier wieder zurück. Wie viel haben wir denn jetzt auf Lager? 50 Tonnen Bauzellen, 27 Tonnen Werkzeuge. Ja, damit müssen wir auskommen. Das heißt, wenn das Schiff wieder da ist, werden wir da rüberfahren und die unbewohnte Insel hier mit dem Café besiedeln. Oh, ist die schön. Vielleicht hätten wir die nehmen sollen und nicht die andere. Sieht doch hammer aus wie so eine Siedlungsinsel, oder nicht? Verdammt, wieso habe ich die nicht genommen? Mann! Ah, so, du bist da. Okay, dann
laden wir hier 11 Tonnen von dem Scheiß wieder aus. Und das Werkzeug und die Bauzellen ein. Und dann kamen wir mit dem Ding rüber. Über den Ozean. Diese Sache muss vom Tisch, bevor sie höhere Wellen schlägt. Gerne liefere ich dir auch das, aber ich habe kein U-Boot. Musst du mir erst ein U-Boot verkaufen. Manche glauben, unser Gewinn interessiert Eteoni. Kannst du mir auch das Geld wiedergeben, wenn dich der Gewinn nicht interessiert. Aber wie will er sich dann finanzieren, wenn er keinen Gewinn macht? Das geht doch gar nicht. Oh Mann, kein Wunder, dass die Wissenschaft da so in Stocken gerät, wenn die hier alle ohne selbst Geld zu verdienen irgendwas machen. Geht doch nicht. Kontor bauen. Vielen Dank. Ja, das ist ja schön, dass du jetzt ein Kontor hast. Jetzt brauche ich... Erstmal baue ich noch kein Ölfeld. Weil Öl so... Okay, dann brauche ich doch ein Ölfeld. Weil ich Öl brauche für den Scheiß hier. Okay. Nein, Carbon brauche ich für die Scheißkacke hier. Wenn man zündet. Energieversorgung mangelhaft. Oh, das auch noch. Ah, da brauche ich auch noch einen. Davon. Ich habe ja nichts Besseres zu tun oder so. Ah. So. Und jetzt baue ich meine verdammten Ölfelder weiter. Jetzt leck mich doch im Arsch. Als ob ich nichts Besseres zu tun habe, weißt du? Nee, du sollst gedreht werden. Du sollst gedreht werden. So. Und dann so. Und so. Warum das jetzt so anders aussieht, das liegt daran, dass ich eigentlich lieber gerne diese Viererblöcke baue, aber... Achtung! Weil das mit 6 irgendwie nicht so hinkommt, mache ich das so. Lässt sich doch jetzt nachvollziehen, oder nicht? Also ich finde es logisch und nachvollziehbar. Wer das nicht findet, der gehört aufgeknüpft. So einfach ist das. Also wir mal ganz rigoros und richten eine Handelsroute ein. Von da nach da mit dem Schiff, mit der Antares. Und auf Venera wird eingeladen, jetzt das ganz frische Erdöl. Und natürlich, wenn wir es denn irgendwann haben, den Kaffee. Das Kaffee, den Kaffee, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Lithium? Ne, das ist Platin. Was ist das? Exoskelett, was? Elektrolytzellen? Oh Mann. Da werden wir uns wohl noch mit einigem Laborinstrument, wie cool. Ich glaube, da gibt es noch einiges, womit wir uns beschäftigen müssen. Lithium. Lithium. Sollte man vielleicht nicht so unbedingt so reagieren lassen, aber die werden schon wissen, was sie machen. Und natürlich den Kaffee wieder ausladen, genau. So, dann ist die Handelsroute eingerichtet, so wie sie sein soll. Du bist leer, dann kannst du wieder zurückfahren. Vielen Dank. Mhm. Ja. Dann habe ich hier mein Öl, dann kann ich hier weiterbauen. Also, wo war ich stehen geblieben vorhin? Richtig, bei Carbonstahl. Den wollte ich ja so rübersetzen. Den wollte ich so rübersetzen. Nur ich setze ihn jetzt auf diese Seite. So. Daran, dann brauche ich die Stahlfabrik, glaube ich, direkt hier so rein. Oder dahin. Dahin kommt besser, glaube ich. Ja. Und dann können wir da nämlich die Wege ausbauen. Neue Wege bestreiten. So. Dann produzieren wir schon mal Carbon. Und wir sind fett im Minus, was das Geld betrifft. Und das geht so gar nicht. Das geht ja richtig überhaupt nicht. Spiel gespeichert. Ja, das ist schön, dass du es gespeichert hast. Das bedeutet nämlich immer wieder, dass ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und dass ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Anno 2070 die Tiefsee. Bis dahin. Tschüss.